18.18 Uhr Orga TV, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Wir haben ja heute ein Riesenprogramm. Riesenprogramm. Und zwar war der Bundespräsident hier. Der Bundespräsident war da. Du warst dabei. Und ich war dabei, Genau. Einen ganzen Tag mit dem Stefan sind wir mit ihm mitgefahren. Und der Randolph, der hat es ein bisschen einfacher. Der hat die ganze Zeit in der Staatskanzlei gewartet, bis ihn dann ein Bus abgeholt hat und ihn ans DFKI kutschiert hat. Hi. So war das. Ja, schön. Und was steht noch auf dem Programm, Sven? Noch steht auf dem Programm die Debatte. Da warst ja du eher zugange. Du hast ja da schöne Interviews geführt mit Herrn Professor Linneweber und Herrn Professor Scholz. Genau, das zeige ich euch nachher. Das werden wir nachher als Ergebnis präsentiert bekommen. Und wir haben noch einen kurzen Beitrag über... Über Campus Cooking. Campus Cooking, genau. Jetzt weiß ich wieder. Campus Cooking, genau. Nämlich der Hintergrund. Warum, weshalb, wieso macht das eigentlich die Telekom? So, Schauen wir uns mal an. Genau, die Sendungsvorschau. Der Bundespräsident war zu Gast in unserem schönen Saarland. Darüber berichten wir natürlich ausführlich, denn das ist unser Hauptthema der Woche. Wie es ihm gefallen hat und was auch der Professor Linneweber zum Besuch an der Uni sagt, das sehen wir gleich. In Orchides Welt zeigen wir euch die Debatte von letzter Woche. Herr Linneweber versus Herr Scholz. Und wir berichten noch ein bisschen hintergründig über das Campus-Cooking. Wieso, weshalb, warum macht das eigentlich die Telekom? Gut, okay. Ja, wie wir gerade gehört haben, unser Hauptthema ist heute, dass der Bundespräsident im Saarland zu Gast war. Es war ja sein erster Besuch und sein Antrittsbesuch, nicht wahr? Genau, Sven, und du warst den ganzen Tag dabei. Ich war den ganzen Tag dabei. Ich habe den von morgens bis abends begleitet. Seit der Ankunft, er ist am Flughafen angekommen, dann bin ich mit ihm in die Staatskanzlei gefahren, dann waren wir in der Staatskanzlei, dann sind wir an die Uni gefahren, an die CFKI, und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, da ist er auch schon wieder weggefahren. Der ist ja noch nach Homburg gefahren. Ah, echt? Ich mache gleich mal Werbung zum Sponsor des ersten FC Kaiserslautern, meinem Lieblingsclub. Okay, Entschuldigung. Alles klar, da war er noch in Natur Homburg, aber du warst wieder zurück hier. Ich war, wir waren dann hier und wir sind direkt ins Studio wieder. Wir haben direkt angefangen, das Material für euch zu bearbeiten. Ja, super. Natürlich. Wollen wir mal zum Bundespräsidenten selbst kommen? Ja, sehr gerne. 51 Jahre? 51, 59 geboren, einer der jüngsten oder der jüngste Bundespräsident. Ja. Und er ist auch Zwilling, genau wie ich. Ja, also 19. Juni. Zwilling. Ich habe am 6. Juni. Wenn du mir jetzt noch erzählst, dass irgendwelche Aszendenten, ich bin Steinbock, spiel immer coolsten. Ja, Steinböcke Sven, und Stiere, sag ich nur. Die das können denkst das. Du, ne? Aber wollen wir uns nicht drüber streiten, ne? Wir können ja nichts für unsere Sternzeit. zu seinem Privatleben, er ist schon mit seiner zweiten Frau verheiratet. Ja, der Lustmolch. Ach, Sven. Ach ja, also nach 18 Jahren, das kann also nach 18 Jahren, da müssen ja die Gräben nach 18 wirklich Jahren tief hat er sich, gewesen sein. Ja, nach 18 Jahren hat er sich von seiner ersten Frau getrennt. Ja, ja, aber dann direkt 2 Jahre später hat er sich ja mit der Tattoo-Partie Bettina da eingelassen. Ah, Tattoo, ja? Ja. Hast du es gesehen? Es ist letztens aufgeblitzt. Ah. Falls es jemand gesehen hat, es ist aufgeblitzt. Ach, cool. Das ist, ich stehe auf Tattoos. Ja, aber für eine Bundespräsidentengattin, also. Ja, also, jetzt sei doch mal nicht so, ne? Seh das mal nicht so eng. Ja. Schon, wo wir da hinkommen. Ich sehe es ja gerne. Vor allem, du wolltest ja auch eins machen lassen, nicht wahr? Ja, ich denke schon länger drüber nach. Ich hätte so gern eins am Nacken halt. Mhm. Aber ich traue mich nicht. So ein Chinesen-Dings da, so ein Schriftzeichen. Ja, genau. Was soll es dann heißen? Zeichen. Irgendwie sowas wie Leben oder so. Ach, so was Spirituelles. Ach, ja. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich das ja noch. Ne? Ja, wir sind gespannt. Ja, wirst du sehen, ne? Ja, ich hoffe, du wirst mal sehen. Genau, ja. Kommt drauf an, wo du es hinmachst, ne? Oh Gott. Naja, der Randy hat ja eins, ne? Ja, der Randy, der ist ja ist ein Vogel. Auf dem Rücken. Der hat mehrere sogar. Ja. Lass uns jetzt mal, wir schweifen total ab. Wir müssen ja über den Bundespräsident reden. Der hat nämlich kein Tattoo. Genau. So. Der hat aber 2 Kinder. Er hat 2 Kinder. Eine Tochter von der ersten Frau. Richtig, und einen Sohn von der zweiten. Genau. Genau.
Ja. Und was ich noch persönlich ziemlich wichtig finde, er hat sehr früh mit dem Thema Politik schon angefangen. Also ja, der hat stimmt, irgendwie genau, Schülersprecher war er und dann hat er sich irgendwann noch dazu bewogen gefühlt, an die Uni zu kommen, hat dann da, was hat er gemacht, Jura mit Schwerpunkt BWL? Genau, ja. Ja, so in der Richtung. Und ja, wirklich sehr früh, Junge Union. Ich habe immer gedacht, dass bei uns auf dem Campus, das ist so ein bisschen wie Kindergartenveranstaltung, was da die Parteien machen. Aber nein, es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und der war schon früh dabei, gell? Und sehr früh, ja. Genau, und was gab es dann noch zu erzählen zu ihm? Also er ist seit einem Jahr ungefähr im Amt. Genau. 30. Juni ist er von genau. der Bundesversammlung gewählt worden. Genau, und wir sind noch nicht mal das letzte Bundesland, was er jetzt besucht. Ah, ach, ja, das Saarland sollte man auch als erstes besuchen, gell? Ja, naja, erstes ist jetzt nicht. Er ist ja immerhin schon ein Jahr im Amt, aber trotzdem. Ja. Trotzdem. Also naja, das schönste Bundesland der Welt. Also das eine Radio suggeriert das immer, gell? Das kann ich mir als Pfälzer überhaupt nicht vorstellen, dass das wirklich so, Entschuldigung, okay, an alle Saarländer, ne? Ihr wisst ja, genau. Ihr redet hier mit einem Lautra. Also. Genau, aber wie sieht's denn aus? Du warst ja gestern dabei, hast ein bisschen was gefilmt. Ja, ja. Wollen wir das mal zeigen? Ja. Wollen wir uns das angucken? Ich weiß nicht, ja, gucken wir, ne? Ja, schauen wir uns mal an, sagen, der ernsthafte Beitrag über den Bundespräsidentenbesuch im Saarland. Bitteschön. 17.05.2011. Antrittsbesuch von Christian Wulff, dem Bundespräsidenten im Saarland. Um 9.20 Uhr landete seine Maschine der Luftwaffe in Saarbrücken-Enzheim. Er wurde dort direkt von Ministerpräsident Müller abgeholt und fuhr sofort mit ihm in die Staatskanzlei in die Saarbrücker Innenstadt. Dort trafen schon unter anderem Heiko Maas von der SPD und die saarländische Ikone Oskar Lafontaine von den Linken nebst Gattin ein und gesellten sich zu den wartenden Ehrenämtlern, die geladen waren. Der Bundespräsident selbst wurde mit einer Demonstrationsschrift empfangen und ist dann mit schöner musikalischer Untermalung in den Saal gegangen, wo er mit langem Applaus begrüßt wurde. Ministerpräsident Müller eröffnete mit einer flammenden Hommage an das Saarland den Tag. Die saarländische Geschichte war eine spezifische Geschichte. Sie hat uns in ein eigenständiges Bundesland geführt. Sie hat dazu geführt, dass die Saarländerinnen und Saarländer sich in diesem Bundesland zu Hause fühlen. Und sie hat dazu geführt, dass man eine eigene Identität entwickelt hat. Föderalismus ist ein hohes Gut für die Bundesrepublik Deutschland. Dazu zählen Unterschiede in den einzelnen Ländern, in der Größe, in der Fläche, in der Wirtschaftskraft. Das ist sicherlich Teil des Föderalismus und Teil des Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unser Saarland und wir freuen uns, dass Sie als Bundespräsident mit Ihrer Anwesenheit dies auch dokumentieren. Man darf in der Politik nicht immer das machen, was die Leute so gleich wollen, sondern man muss immer das machen, was gut für die Menschen ist. Und das ist nicht immer sofort das, was sie so gleich wollen, sondern manchmal gibt es zwischen dem, was sie wollen und dem, was gut für das Land ist, gut für die Menschen ist, einen gewissen Unterschied. Und der Unterschied muss eben besprochen werden und darüber muss geredet werden und dazu ist es auch heute anders. Dann habt ihr eben erlebt, dass der Ministerpräsident des Saarlandes gesprochen hat über ein Fußballspiel, Saarland gegen Deutschland. Und er hat so enthusiastisch davon gesprochen, als sei er dabei gewesen. Jetzt weiß ich ja, dass er erst danach geboren worden ist. Er kann nicht dabei gewesen sein. Deswegen hat er auch nur noch diese Erinnerung, es sei knapp gewesen. An meine Erinnerung war es 4:1. Und das heißt, es wäre 10:1 geworden, wenn das Spiel noch länger gedauert hätte. Das Saarland extrem vorbildhaft, modellhaft, beispielhaft für Deutschland, für Europa
wie man mit seinen Nachbarn zusammenarbeitet, den Franzosen heute Freundschaft pflegt, den Luxemburgern heute Partnerschaft pflegt. Mein Wunsch als Bundespräsident ist, dass wir die vielen Ehrenamtlichen, die hier heute versammelt sind von der Organisation Pro Ehrenamt, die es so nur in Saarland gibt, dass wir sie mehr herausstellen. Wir brauchen sie dann zumindest als Vorbild für andere, damit andere sagen, so wie der oder die möchte ich auch. Nach der Auszeichnung der Ehrenämter und einem ausgiebigen Mittagessen begab sich die Delegation dann an die Universität des Saarlandes, um sich über die neuesten Forschungsentwicklungen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz anzuschauen. Dort blieb auch kurz Zeit, um mit den zahlreichen anwesenden Studenten zu sprechen. Mikro vor. Ganz wichtig. Extrem wichtig. Also auch für das Verständnis der Kulturen und der Nationen. Ich habe gerade eine Vorlage, wie wir den Beruf des Dolmetschers nochmal höher gewichten können in seiner Bedeutung. Sehr gut. Für welche Sprachen? Ach, damit kommt man schon. Gut klar. Ja, damit kommt man schon gut zurecht. Ja, dann schaue ich mir jetzt mal an, was wissenschaftlich so los ist. Vielen Dank. Fraglich ist nur, ob der Bundespräsident nach den ganzen Strapazen des Tages wirklich noch konzentrationsfähig bleiben kann. Von dem sprachgesteuerten Auto war er aber so begeistert, dass er alle Konzentrationslücken wegließ. Zum Schluss noch ein schönes Foto mit allen anwesenden Delegierten. Herr Ursalinde Weber, wie groß ist die Freude darüber, dass der Herr Bundespräsident sich an die Universität verirrt hat? Also das Saarland hat ja den Vorteil, dass wenn es im Blick ist bei so einem Besuch dann und die Universität ins Visier kommt, dass wir dann dran sind. Und das ist ein Standortvorteil. Deswegen große Freude. Vor ein paar Jahren war sein Vorgänger da, der war im INM. Auch das schon. Und es ist schon was anderes, ob ein Bundespräsident die eigene Anschauung zur Verfügung hat, um ein Image, ein Bild und sich eine Vorstellung von einem Standort zu machen. Hallihallo in Orchides Welt. So viel zu unserem Bundespräsidenten. Jetzt kommen wir auch schon gleich zum nächsten Thema, und zwar dem Debattierclub. Letzte Woche Donnerstag hat die erste Debatte vom Debattierclub stattgefunden. Es ging um die Einführung eines Bologna-konformen Diplomstudienganges. Herr Scholz versus Herr Linneweber. Und wie die Debatte abgelaufen ist, seht selbst in unserem nächsten Beitrag. 12. Mai 2011 fand die erste Debatte an der Universität des Saarlandes statt. Das Thema gab die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät vor. Diese möchte nämlich die Einführung eines Bologna-konformen Diplomstudienganges. Die Kontradiplomseite wurde vertreten von Sabrina Schumacher, Sven Clément und dem Universitätspräsidenten Herrn Volker Linneweber. Die Pro-Diplom-Seite unterstützten Just Raue, Patrick Schuster und der Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Herr Christian Scholz. Ihr habt schon gehört, ich bin erst im zweiten Semester. Ich habe schon das neue Abitur mitgemacht, ich habe G8 mitgemacht, ich bin noch relativ jung, aber ich kenne mich mit Neuerungen aus. Also. Wir haben viele Variationen, was die Studiengänge angeht, was aber auch die Stundenpläne angeht. Wir bekommen immer wieder gesagt, es wird enger, es wird gequetschter. Das kann ich nicht bestätigen. Ich muss sagen, als ich im ersten Semester war, habe ich meinen Stundenplan so gelegt, dass ich erst um 12 Uhr an der Uni sein musste. Also da kann ich dann schon sagen, dass ich da gewisse Freiheiten hatte. Außerdem müsst ihr auch nicht sofort mit dem Bachelor anfangen, mit dem Master anfangen, wenn ihr die Bachelorarbeit gemacht habt. Ihr könnt erstmal Berufserfahrung sammeln, ihr könnt in ein Unternehmen gehen und dort sind die Bachelor auch gern gesehen. Ihr könnt auch zuerst einfach in das Unternehmen gehen, Berufserfahrung sammeln und dann später euren Master machen. Oder ihr fangt sofort mit dem Master an und da gibt es auch so viele Variationen. Ihr könnt beispielsweise zuerst Bachelor in Psychologie machen und dann euren Master in Physik und das wäre bei dem einzigen Diplomstudiengang gar nicht gegangen. Ich freue mich über deine Perspektive, dass du relativ jung bist.
und dass du viel Variation hast und dass es für dich wichtig ist, dass du erst um 12 an der Uni sein musst. Ich glaube aber, das Problem ist für viele Studierende, dass sie bald gar nicht mehr an die Uni kommen müssen, weil sie eben keinen Masterplatz in dem Fach bekommen haben, das sie gerne studieren würden. Deswegen haben wir ein Alternativkonzept vorbereitet. Wir haben ein Alternativkonzept vorbereitet, das die Vorteile von Bachelor, Master und die Vorteile von Diplom miteinander verbindet. Ich will euch kurz erklären, wo wir als Team heute hinwollen. Wir wollen uns zum einen beweisen, dass es drei Probleme im bestehenden System gibt. Wir werden euch beweisen, dass unser Bologna-Diplom all diese drei Probleme löst. Wir werden euch beweisen, das werde ich gleich tun, dass unser Bologna-Diplom zulässig und umsetzbar ist. Und wir werden euch beweisen, dass keine der bisher genannten Alternativen ebenso gut diese drei Probleme lösen kann. Ganz ehrlich, ich finde es befremdend, dass wir hier von Angst erzählt bekommen. Hier wird eine Drohkulisse aufgebaut. Ich erinnere mich etwas an den Sparkassen-Werbespot. Auch wenn uns nichts einfällt, dann machen wir das mit den Fähnchen. Bitte. 90% aller Bachelor-Absolventen in den letzten Jahren bekommen einen Masterplatz an ihrer Wunsch-Uni. Es gibt Bachelor-Absolventen, nur die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hier im Saarland hat sich bis zuletzt gesträubt. Und was hat es gebracht? Wir haben einen dicken Haufen Mist vor der Tür liegen. Ja, es stinkt. Ich erlebe in meiner Tätigkeit als AStA-Referent, dass viele Studierende unter diesem Druck leiden und Angst haben, nach 6 Semestern wieder aus diesem System rausgekegelt zu werden und dann ohne Arbeiten, ohne Masterplatz dazustehen. Auch neuere Daten des Studentenwerks belegen diesen Eindruck. Demnach ist die Zahl derjenigen Studierenden, die eine psychotherapeutische Beratung in Anspruch nehmen, seit Bologna massiv gestiegen. In verschiedenen Kolloquien sind sich sogar Fachleute einig, dass die Bologna-Reform damit in Zusammenhang steht. Hier, Focus hat geschrieben, nach Reform mehr Studenten beim Psychiater. Die Reform der Studiengänge und erhöhter Leistungsdruck im Bachelorstudium treiben mehr Studenten zur psychologischen Beratung. Ein Anstieg von 20% allein 2008. Wenn mein neuer Golf noch nicht richtig läuft, bringe ich den in die Werkstatt, repariere ihn und kaufe mir keinen Käfer. Das heißt, die Energie, die gesteckt wurde in die Kampagne, in die Panikmache in Sachen zu wenig Masterplätze, wenn die in die Optimierung des Bachelorstudiengangs gesteckt worden wäre, hätten wir in diesem Herbst kein Problem. Wir haben zu wenig Masterinteressenten im Herbst in diesem Jahr. Trier hat ein Problem, Kaiserslautern hat ein Problem, andere Unis wie Kassel haben auch ein Problem beim Übergang Bachelor-Master. Sie haben zu wenig Masterabsolventen. Es ist unsere Verantwortung und die Verantwortung der Fakultät und der rahmensetzenden Akteure an dieser Universität, diesen Übergang so zu gestalten, dass Sie, die Sie hier sitzen und den Bachelor demnächst machen werden, bei uns, wenn Sie das wollen, den Master machen können. Aber neben Ihnen sollen internationale Studenten sitzen. Also ich fange mal so mit an, Herr Lineweber, vielleicht nicht nur Saarbrücker Zeitung lesen, FAZ von der letzten Woche. Wenn Sie FAZ lesen, die Süddeutsche Zeitung, gilt auch an Ihren Kollegen nebenan, wir reden hier von einem bundesweiten Phänomen. Lesen Sie bitte mal in diesem Fall wirklich mal die Saarbrücker Zeitung. Dort steht drin, was er Ihnen vorschlägt. Masterplätze, aber nicht garantiert für alle und dann vielleicht auch noch in einem anderen Fach, das Ihnen zugeteilt wird. Das steht dort drin. Der Senat hat in der Form, wie Sie wissen, nicht über die Sache diskutiert, weil wir nicht vorgelassen wurden. Sie wissen, dass Sie mir verboten haben. Darf ich bitte kurz, ist die dürfen Zwischenfrage? Zwischenruf gehe. Dann rufen Sie bitte. Okay, dann Übergang vom Diplom Bachelor Master, Entscheidung Senat. Die Entscheidung, die ich eben zitiert habe, war genau der Punkt. Wir dürfen zum Beispiel, und das wissen Sie ganz genau, weder im erweiterten Präsidium, noch im Universitätsrat, noch im Senat darüber diskutieren, weil Sie es verboten haben. Herr Lineweber, Herr Scholz hat vorhin in der Debatte erwähnt, dass Sie in sämtlichen Gremien verboten hätten, zum Entscheidungsprozess über den Bologna-Prozess zu reden. Müssten Sie dem noch was hinzufügen?
Eigentlich würde ich das gerne mit Herrn Scholz mal in Ruhe besprechen. Ich habe überhaupt nicht die Macht, das zu verbieten. Ich habe allerdings einen Studiengang, der aus Sicht des Bologna-Büros den Vorgaben nicht entsprach, noch nicht zu einer Diskussion gegeben im erweiterten Präsidium, weil eine Grundsatzentscheidung vorher getroffen werden musste. Diese Grundsatzentscheidung hat dann auch der Studienausschuss weitergereicht an das Präsidium und an den Senat. Das Präsidium hat dann den Senat involviert und am 24.05. wird sogar noch der Unirat sich über das Thema unterhalten. Das heißt also, ein Verbot nicht, aber ein nicht auf die Agenda setzen, sehr wohl, weil noch nicht reif genug und wir wollten nicht da sitzen und juristische Fragen debattieren, als wie wir da so saßen, Laien. Herr Scholz, war eine interessante Debatte. Ich habe Herrn Lineweber dazu auch schon befragt. Und fand es ja auch interessant? Ja, okay. Er wird auch gerne mit Ihnen persönlich noch mal drüber reden. Und glauben Sie, dass es zu einem Konsens noch kommen würde? Doch, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir Konsens kriegen. Heute war ja eine Debatte, das war ja ein ganz anderes Spielfeld. Da freue ich mich, dass wir gewonnen haben. Und ich bin sicher, dass da noch einiges gesprochen wird. Und in 2-3 Jahren haben wir den Diplom. Ja, ob es jetzt wirklich ein Sieg war oder eher ein Unentschieden, das wird wahrscheinlich bei jeder Partei ihr eigenes Brot sein, was man da überlegt. Die Konsensfähigkeit generell ist natürlich vorhanden, aber dafür müssen natürlich beide Parteien auch ein bisschen mehr in die Mitte rücken und aufeinander zugehen und nicht ganz jetzt verharrt auf ihren eigenen Vorstellungen und Werten sitzen bleiben. Apropos Werte. Wir haben ja letzte Woche über das Campus-Cooking gesprochen und da wird ja dem einen oder anderen wahrscheinlich auch klar sein, dass das die Telekom nicht macht, um uns mit Essen zu versorgen, damit wir nicht verhungern und besonders gutes Essen dahingestellt kriegen. Nein, warum das die Telekom macht, das sehen wir jetzt gleich in einem kleinen Beitrag und lassen uns erklären, was die Telekom da wirklich für Vorstellungen hat dahinter. Bitteschön. Hallo liebe Kinder, heute erkläre ich euch die Welt der Telekom und warum die Telekom für uns kochen lässt. Es war einmal vor langer, langer Zeit, also 2008, wo sich kluge Menschen bei der Telekom überlegt haben, wie sie vor allem jüngere Kunden und junge Erwachsene dazu bewegen können, zu ihrer guten alten Telekom zu wechseln. Deshalb haben sie das Campus Cooking erfunden. Und aufgrund dessen konnten wir letzte Woche fein essen. Toll! Danke an Stefan und Patrick! Warum aber das Campus Cooking ausgerechnet in Saarbrücken war, das erklärt uns jetzt mal der Chef der Saarbrücker Unimensa. Ja sicher, wir bekommen das angeboten und wir müssen das auch verhandeln. Was der Student ja nicht weiß, die Telekom, die bezahlt ja auch einen Betrag zu der Unterdeckung dazu. Deswegen können wir das so preisgünstig anbieten. Und auf der anderen Seite stellen wir uns noch einen Koch zur Verfügung, dass wir auch diese arbeitsaufwendigen Essen auch zubereiten können. Aber klar macht das die Telekom nicht, weil sie denkt, wir würden verhungern. Vielmehr wollen sie, wie alle Unternehmen, unser Geld. Aber natürlich nur durch die Blume. Mit Mottos wie Erleben, was verbindet, Tarife ganz nach deinem Geschmack und gut, es kann so günstig sein, verbindet die Telekom Essen und Telefonieren. Wer hätte gedacht, dass das geht? Wie viel Erfolg sie dadurch haben und wie viele Fische ihnen dadurch ins Netz gehen, bleibt aber leider ihr Geheimnis. Und so hoffen wir, dass auch nächstes Jahr wieder Stefan oder Patrick kommen und uns mit ihren Speisen verwöhnen und die Telekom hofft, dass wir fleißig neue Verträge unterschreiben und Patrick und Stefan hoffen, dass es uns schmeckt und wir uns zu ihnen in die Restaurants verirren. Wie schön, dass wir alle bei diesem Ereignis gewinnen. Und hier dann wieder die den Füchsen unter uns BWLern und vor allem denen, die auch Marketing vertiefen, denen wird klar sein, dass es sich hier um das tolle Event-Marketing handelt. Leider konnten wir keine jetzt genaueren Zahlen rauskriegen. Die Telekom hat sich da etwas verborgen oder, was ich annehme, sie haben einfach keine gehabt. Genau. Aber ich nehme einfach mal an, es wird sich schon lohnen, nicht wahr, Orchide? Zeig doch mal bitte kurz deine schönen Schüchen. Okay. Die Kamera, dass man die mal sieht, die sind genau. So wunderschön. Gell. Freunde, schaut euch die an. Genauso. Traumhaft. Ja, Sven, natürlich lohnt sich das, sonst würden die das doch nicht machen, oder? Ja, ich meine jetzt so prozentual, wie viele Verträge die dann mehr kriegen, nur weil wir jetzt da gegessen haben. Ach so, aber, okay. Ja, das wird auch wahrscheinlich schwer messbar. Ja, das ist auch immer anders, glaube ich. Ne? Ja, das ist dann die Reliabilität, habe ich mir mal sagen lassen, die ist da. Ist okay, egal. Ist egal. Aber, ja, genau. Traurige Nachricht, Okide. Du bist nächste Woche nicht da. Och Gott, och Gül. Warum? Bist du allein da? Ja, warum? Ja, wir feiern 30-jähriges Jubiläum mit MTP. Mhm.
Und zu diesem Anlass fahren wir 5 Tage nach Düsseldorf. Also euer gesamtes Team. Genau, also alle Geschäftsstellen aus Deutschland kommen halt zusammen. Wir sind ja in 17 Städten vertreten. Mhm. Und ja, da fahren wir dann alle zusammen nach Düsseldorf. Und da sind wir dann so 400, 500 Mann, nehme ich an. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, machen Düsseldorf unsicher. Mhm. Du, jetzt habe ich vorhin was mitgehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es spruchreif ist, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich frage dich einfach mal, der Herr Professor Scholz soll jetzt eventuell auch was mit MTP eventuell, oder ist das noch nicht spruchreif? Das verkünden wir erstmal nächste Woche. Offiziell. Mal gucken. Ja, genau. Gut, alles klar, die Spannung steigt. Nächste Woche werde ich dann eventuell vielleicht was Wichtiges verkünden. Schauen wir mal. Genau, ne? Schauen wir mal. Was jetzt ja nächste Woche der Fall sein wird, wo du leider verpassen wirst, ist ja der Red Bull Contest. Hast du schon mal gehört? Ja, hast du mir doch, ne? Ja, aber haben wir drüber geredet. Ich bin extrem gespannt. Die Wohnheime sind jetzt schon vollzählig. Wir werden da einen Contest sehen. Und ihr werdet mich übrigens auch sehen, weil ich da das lustige Spiel 1, 2 oder 3 moderieren werde. Sensationell. Cool. Sensationell. Hoffen wir mal, ob ich so gut kann wie der. Wer hat das nochmal gemacht? Der Thomas Orner? Nee. Das weiß ich leider nicht. Das ist aber auch schon jetzt ewig lang her. Der Fernseher. Ne? Das ist jetzt auch schon ewig lang her, wo der das gemacht hat. Das war doch dieser kleine Typ da. Erinnerst du dich? Nee, wie gesagt, ich bin da ja nicht so der. Ich wollte jetzt gerade sagen, Pippi Langstrumpf. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es ist auch nicht wirklich schlimm. Nee. Aber du hast dann Gäste hier, ne? Ich habe Gäste hier und zwar tolle Gäste habe ich hier. Ich habe das Siegerteam hier. Ich habe das Siegerteam hier. Ich habe den Organisator, den Yannick Zürich, zu Gast. Und der wird uns auch mal erzählen, was es alles so mit der Organisation auf sich hatte, was man da alles organisieren musste, wer da überhaupt noch alles so dabei ist, auch im Hintergrund. Das werden wir dann alles sehen nächsten Mittwoch. Ja. Und werden dann darüber fein berichten, während Madame, in Düsseldorf verweilt. Ja, genau. Ganz vielen und, anderen. Schade, dass du nicht mitkommst, Sven. Aber ja, schade, dass ich ein MTP bin, aber man kann ja nicht beides. Fachschaft ist halt auch ziemlich cool. Glaube ich dir, ja. Ja, der kleine Kampf muss aufrechterhalten werden. Sollen wir noch kurz deine Einschätzung machen? Wie sieht es aus mit Professor Scholz? Bist du ihm d'accord? Sieg, unentschieden, Niederlage? Gut, also da in der Debatte war ja eigentlich ein klarer Sieg, würde ich sagen, nur weil viele ja die Einführung eines Bologna-konformen Studienganges wollen, also Diplomstudienganges. Und ich drücke ihm die Daumen, dass es klappt. Ja, ich drück ihm auch auf jeden Fall die Daumen. Ich meine, es ist ja auch eine tolle Sache, zumal die Argumente von Professor Linneweber ja eigentlich immer nur ein und die gleichen sind. Also da ist ja nicht wirklich jetzt mal was, wo man sich denkt, boah, heidernei, jetzt kloppt er aber einen raus, sondern es ist immer jedes Mal dasselbe, dieses leidige Thema, ist es jetzt kompatibel, ist es nicht kompatibel und mittlerweile, also wenn alle sagen, also, es ist kompatibel, dann ist es auch kompatibel. Ja, hoffen wir, wie gesagt, dass es durchgeführt wird. Hoffen wir, dass ne? wir kommen, aber also, wir sind ja noch die Glücklichen, die eine Diplom haben. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das ist wirklich wunderschön. So, und ich schaue auf die Uhr und wir haben 15:15. Ja. Und deswegen ist es für heute auch schon vorbei. Och, okay, das geht immer so schnell, ne? Diese halbe Stunde. Du, ich wollte es gerade sagen. Es ist jedes Mal. Also, Okietchen, dich sehen wir in zwei Wochen wieder. Ja. In zwei Wochen wieder. Und mich seht ihr nächste Woche wie gewohnt, wenn alles gut läuft. Und zwar berichten wir dann, wie eben schon erwähnt, über den Red Bull Contest auf der AC-Wiese. Vorher da vorbeigehen, nachher unsere Sendung gucken, ist ja klar, Freunde, ihr wisst ja. Die Sieger werden zu Gast sein, Yannick Zürich, einer der Organisatoren, wird zu Gast sein und danach werden wir noch auf die Party gehen. Davon werden wir aber nicht mehr dann live berichten, weil da werden wir etwas konsumieren. So, und deswegen verabschieden wir uns jetzt. Genau. Und wünschen euch eine wunderschöne Woche bis nächste Woche und wir sehen jetzt noch die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Ciao. Nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag sticht Captain Jack Sparrow zum 4. Mal in See. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides startet am Donnerstag, den 19. Mai, in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 20.05., läuft in Saarbrücken folgendes. M7 heißt es Rock This Party. Los geht's ab 23 Uhr. In der Garage ist wieder Best Of angesagt. Einlass ist ab 22 Uhr. Im Habana ist Salsa-Fieber angesagt.
Und ab 22 Uhr heißt es wieder, Geiz bleibt geil im Nachtwerk. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.